Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 im Karrieremodus. So, ich muss mal nachschauen und es ist das letzte Spiel in der Liga. Wir haben sieben Nachrichten. Sieben fucking Nachrichten. Monatlicher Bericht der Jugendmannschaften. So, mal sehen, ob wir jemanden mit gutem Potenzial für die erste Mannschaft oder für uns finden. Die wären natürlich alle schon bereit. Linksverteidiger mit 94er Potenzial. Der hat jetzt schon 69. Alter. Vertrag anbieten. Wieso lasse ich den hier versauern? Ah, mehr geht nicht. So, rein damit. Okay. Auch wenn es ein Linksverteidiger ist, den muss ich ja direkt mitnehmen. Ah, der ist ja genial. Also, der hat Potenzial. Ja, jugendlicher Scout-Bericht. Mal gucken, vielleicht haben wir hier noch was Feines. Oh, Fabian Mülz. Spieler verpflichten, okay. Also schon brutal hier die Leute. So, eine 94er Potenzial. Alter. 70er Potenzial, 87er. Naja, egal. Okay, Rest wird weiter gescoutet. Huch. Spieler verletzt, war klar. Wie lange fällt denn der aus? 8 Wochen. 8 Wochen? Willst du mich verarschen? So, wen packe ich hier dauerhaft ins Zentrum? Gartner. Gartner ist der richtige Mann für. Danke. Speichert man hier erstmal zwischen 4 Nachrichten. Danke, Chef. Hallo, Trainer. Ich möchte Ihnen dafür danken, mich wieder mehr einzusetzen. Spielen zu können bedeutet mir alles. Robin Heller, vielen Dank, dass Sie mich mein Anliegen ernst genommen und mir eine Chance gegeben haben. Bitte. Schmitz, Trainer, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Okay. Und Schulz, danke, dass ich spielen durfte, Trainer. Ich war mir sicher, dass ich heute für unsere Mannschaft etwas erreichen kann. Bitte, bitte. So, puh, so viele Spielernachrichten. Übel. So, mal. Vertrag akzeptiert. Nehme Ihr Vertragsangebot für die erste Mannschaft an. Super. So, dann ist eh schon Spieltag. So, Linksverteidiger. Boah, der hat jetzt schon eine 73. Das ist mein bester Linksverteidiger auf einen Sitz. Der kommt hier rein und ist mein bester Linksverteidiger. Boah, kranke Scheiße. So, dann bringe ich noch Bowley. Oh, fuck, Schulz. Ah, lass ich mal. Seidel kommt hier raus. So, wen bringe ich hier? ZOM. Ich will hier auch viele aufbauen. Ich bringe hier Fernandes. Aveva, Boncheck. Wen habe ich denn noch zur Auswahl in der. Oh, Bombhäuser. Bombhäuser könnte ich auch mal wieder. Für Aveva vielleicht. Und Innenverteidiger. Aduma darf auch mal wieder. So. Kapuz darf auch spielen. Dann passt es soweit. Dann haben wir hier unsere Aufstellung getätigt. Wow. Mein bester Linksverteidiger kommt hier frisch aus der Jugend. Was ist denn das hier für ein Talent, muss man ja schon fast sagen. Also nicht nur fast sagen, das muss man sagen. So, Flankentraining. Okay. Machen wir mal mit Bitbu. No. Hör mir auf, wenn ich sowas mit Bebou machen muss und der den gleich mal so rübersemmelt, dann bitte nicht. So, überspringe ich. Und wir dürfen hier gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Die letzte Partie der Saison. Vielleicht können wir uns ja nochmal den zweiten Platz hier holen. Huch, was war denn das für ein Ding? Das war ja gar nicht geglückt. Naja, wir sind daheim und da geben wir immer gern mal mehr Gas. So. Oh, Bebu, da verspringt er dir. Was machst du denn? Ah, shit. Naja, immer drauf am Feind.
Oh, weiter Ball. Sehr weiter Ball. So, was tun wir dagegen? Nicht viel. Aber aufhalten tun wir Fernandes. Schöner Pass zu Bebou. Bebou steht aber allein auf weiter Flur. Oh! Ah, hat er sich aber... Ah, dann aus Versehen ziemlich weit vorgelegt. Ziemlich weit. So, Kopfballduell. Kriegen wir hin. Sauber. So, Benchop läuft. Und kriegt den Platz. Oh, schöner Schuss. Bebou mit Nachschuss. Mensch. Junge. Mach den doch rein. Das ist doch der Wahnsinn. So vorbeigesammelt. Naja, egal. Immer noch 0-0. Auch in der 10. Minute. Das ist ja nicht so schlimm. Wenn es 10 Minuten hier dauert. So, könnten wir den Abstoß machen? Danke. Ich will hier Gas geben im letzten Spiel der Saison. Die Fans feiern die Saison. Als Aufsteiger direkt Zweiter zu werden, ist eigentlich eh schon genial. Oh, abseits. Da dachte ich jetzt schon. Nee, nee, hör's feiern auf. Nein. Darfst du nicht. So. Glück gehabt, muss man ja sagen. So, Rensing mit dem Ball. So. Benchop. Ah, oh, shit. Gartner kommt nicht ganz hin. Shit, shit, shit. So, weites Bällchen wieder. Kopfballduell? Nö. Wenn Benchop heute noch ein Tor schießt, dann wird er Torschützenkönig hier in der ersten Liga. Huch, gleich eine gelbe gezückt. Das ist ja nicht so nett. So, dann wird er Torschützenkönig. Andernfalls wird Dingenskirchen. Hoffer. Weil der als erstes die 20-Tore-Marke erreicht hat. Also, dann haben meine Stürmer schon ziemliche Qualitäten. Oh, nope. So, den haben wir. Und jetzt Fernandes. Benchop mitnehmen. Ah, oh, shit. Kriegen wir nicht ganz hin. Ist heute Jugendförderung am Start. Hat eigentlich mein neuer Spieler schon den Ball im Besitz gehabt. Mit den 71. Ja, der Wahnsinn, der Junge. Die Jugend. Der Jugendspieler ist brutal. Wenn der bis zu 94 sehr aufwerten könnte. Also, wow. Der ist noch nicht mal voll austrainiert. So, Schulz. Ist das mein neuer? Das könnte sogar sein. Nee, normal nicht. Oder? Na gut, er läuft verdächtig zur Linksverteidiger. Ecke rüber. Also könnte das doch sein. Ich habe mir nicht gemerkt, wie er heißt. Also. Was? Noch eine gelbe für mich? Mensch. Jetzt hagelt es aber gelbe. Gartner kriegt auch noch eine 26. Minute. Ihr müsst ja nicht ganz so ruppig rein. So. Gute Freistoßposition. Für meinen Gegner. So, was macht er? Ah, shit. Naja, nicht shit, aber super, dass er den gehalten hat. So, Kapuz. Geht hier über rechts. Und wie er hier geht. So. Nochmal aufbauen hier. Bebou. Ah. So, Benchop. Benchop will hier unbedingt sein Tor. Ah, Mensch. Aber die Verteidiger von Gladbach ziehen natürlich alle zu, dass wir hier ja nicht durchkommen. Die können das schon wief machen. Also. So. Boah, der Pass ging mal in die Hose. Aber gewaltig. Aber dafür haben wir den gut abgefangen. Bebou, ist er im Abseits?
Ich weiß es nicht, ich ziehe aber trotzdem mal ab. Und nein, er ist nicht im Abseits. 1-0 für die Fortuna. Wunderbar. Gefällt mir doch. Gefällt mir doch. Bebu freut sich auch wie ein Schneekönig. Ist aber auch richtig so. Und das zu Recht. Wumms. Und drin ist er. Ja, schön. Gefällt mir. Und. Oh, Foulspiel schon wieder. Nimm dich zurück, mein Guter. Die dritte Gelbe jetzt schon. Was ist denn heute kaputt? Das will ich eigentlich eher weniger. Dass es so viele Gelbe hagelt. Da müssen wir doch mal ein ernstes Gespräch führen. Nach dem Spiel. So. Bebu. Alter, Benchop, wieso läufst du denn nicht mit? Egal. So, gleich mal den Druck aufbauen. Oh, Mensch! Und schon wieder Foulspiel. Der Schiri ist ein bisschen kleinlich, ne? Ein bisschen kleinlich. Gut, ich bin 1-0 vorn, also so kleinlich ist er dann auch nicht. So, Bolli nimmt den hier gut weg. So, Bolli geht gleich mal wieder auf Tuchfühlung. Gleich mal den Druck wieder hochstellen auf den Gegner. So, Kapuz rennt erstmal am Gegner vorbei. Und am Ball. Fernandes ist hier. Spielt den schön ins Aus. Das geht schon. So, den kriegt er nicht. So, Aduma hat den. So, Bolli. Bolli hat Platz. Gibt. Ah, will aber rüber auf Benchop geben. Das klappt nicht ganz. So, Bolli, komm. Tore können wir aufhalten. So, wunderbar. Benchop. Gartner. Zu Benchop. Der zieht ab. Pfosten. Das gibt es nicht. Der kriegt sein Tor einfach nicht. So, Gartner will durch. Nee, wird nix. Kommt da wieder nicht durch. Schade, schade. So, die Nachspielzeit dürfte gleich vorbei sein. Dann ist Halbzeit. Jo, da ist die Halbzeit. 1-0 sind wir vorn. Ist schon mal brauchbar. Kann auch ruhig mehr sein, aber wenn es brauchbar ist, reicht's mir. So, 3 gelbe Karten. Nee. Franz. Ja, Franz. Der Franz. Fortsetzen. Der Franz ist mein neuer Verteidiger. Jetzt weiß ich's. So. Franz. Mit TZ. Ich kenne Franz nur mit Z einfach. Franz. Egal. So, Fouls. 5 Stück habe ich schon gemacht. Das gibt's ja nicht. Meine Mannschaft wird ein bisschen zu ruppig. So, Schulz. Oh. Noch ein bisschen ungelenkt, der Gute. Aber schnell ist er. Huch. So, Schulz hilft mit aus. So, komm schon. Ballbesitz. Jetzt wollte ich den Franz nochmal testen. Das könnte mich teuer zu stehen kommen. Wow, schöner Einsatz hier in der Mitte. Schöner Einsatz von Kapuz in der Mitte. So, Ecke für Gladbach. Kommt. Aber das können wir noch irgendwie verhindern. 70% der Pässe bringen wir nur durch. Da müssen wir uns echt mal wieder konzentrieren. Allein schon für den DFB-Pokal dann. Oh, kommt, geht schon hin. So, weg damit. Sauber, Benchop im Ballbesitz. Jetzt kann er Gas geben.
So, wenn er mal agiler weiterlaufen würde. Aber der will momentan nicht. So, Bowley. Bowley kann den Ball hier nicht mal reinbringen. Aber wir haben eine Ecke. So, Ecke kommt. Gartner tritt im Übrigen. Kopfball, kriegt man nicht hin. So, wo passen wir hin? Wo ist die Lücke, die wir brauchen? Ah, Benchop kommt hin, aber nicht so, wie wir brauchen. Einwurf. Wir bleiben da vorn. Ist ja schon mal gut. So, Einwurf, danke. Ah, komm, ey. Noch ein Einwurf. Ja, mittlerweile beschweren sich die Fans ein bisschen. So, oh, Ball kommt nicht rein. Benchop. Ah, komm schon, es gibt es einfach nicht. Schulz, kommt nicht hin. So, einfach mal hinterher, auch wenn Schulz auf der verkehrten Seite gerade ist. Einfach mal aushelfen. So, Gartner, sauber abgenommen. Aber der Fehlpass hätte nicht sein müssen. Elfmeter, nicht wirklich. Der ist noch im 16er gewesen und Gartner, ja, schiebt ihn weg. Heute so ein hohes Aggressionspotenzial bei meinen Leuten. Ist der Wahnsinn. Das vertut mir viele Chancen und natürlich kriegten sie jetzt ein Tor für. Ah, shit. Da bin ich zu weit gehüpft. Da bin ich zu weit gehüpft. Mensch, schade. Die richtige Ecke hätte ich mir ausgesucht, aber das hat da nicht ganz so funktioniert. So. 11 Tore für ihn. So, und wir müssen dann dringend mal wechseln. Alter. Gauss darf nochmal kommen. Gartner geht noch raus. Wen bringe ich denn noch? Komm, Schauerte. So. Und fortsetzen. Dann ist eh bald soweit, dass es losgeht. Oder da müssen wir schon langsam die Wechselungen durchkriegen. Na, ah, shit. Kommen wir nicht hin? So, ein bisschen offensiver stellen, damit wir hier auch die Pässe bekommen. Dass wir auch, ja, Zeug nach vorne machen. Wenn er direkt abgezogen hätte, hätte es gefährlich werden können. Der ist im Aus. Einwechslungen kommen, das ist schon mal schön. So. Und jetzt hoffe ich auf bessere Ambitionen hier. Alter. Der fault mich hier weg. Aber kriegt hier nichts. So, Benchop, komm. Oh, Mensch. Der kriegt den heute einfach nicht rein. So, Gauss darf die Ecke machen. Ah, shit. Der ist einfach nur weg. So, Kopfballduell, kriegen wir hin. Manuel. Bebu. Ah, verliert den Ball hier. Ziemlich in der Offensive. Oh, nee. Dann läuft er einfach nur rein hier. So, nach vorne. So, komm, Bowley. Lauf mit. Da haben wir Platz. Oh, nee. Sauber. Schön geköpft. Schön offensiv geköpft. Ich will hier den Sieg heute. Den brauchen wir. Damit wir Tabellenplatz Nummer 3 haben. So, sehr offensiv. Komm. Es unentschieden könnte uns sonst eins reinwürgen. So, ich bin nicht mit der Top-Besetzung an Start gegangen, um nicht irgendwelche Verletzungen hier zu
bekommen, die mir dann im DFB-Pokal Steine im Weg legen könnten. So, Benchop attackiert hier gut, aber kriegt den Ball nicht. So, da haben wir ihn. Bebu wir losgeschickt. Bebu, nochmal Nachschuss, drin ist er, 2-1, 85. Minute. Das ganze Stadion bebt, weil hier Bebu das Tor macht und Benchop kriegt sein Tor nicht. Sauber. Einfach mal viel Platz, 11 Tore hat er hier in der Bundesliga gemacht. Einfach grandios. Für die wenigen Einsätze, was er hatte. Er ist nicht so oft drangekommen wie ein Hoffer oder ein Benchop. Aber er macht trotzdem 11 Kasten. Alter, und direkt der Ausgleichstreffer. Was für ein Strich in der Landschaft von Tahuare. Alter. Und Wumms. Direkt ins Kreuzeck. Rensing kann nur nachgucken. Das zweite Tor hier in der Liga. Das ist ausgerechnet gegen uns. Da haben wir uns schon wieder zu früh zurückgelehnt. So, die Fans dachten auch schon, es wäre durch. Aber dem ist halt nicht so. 5 Minuten Nachspielzeit. Ah. Na. Gibt's ja nicht. Ich komme nicht an den Ball. Franz auch sehr weit vorgerückt schon. Oh, nee. So, den kriege ich ganz sicher. So, totaler Angriff für die letzten paar Sekündchen. Oh, Benchop, wo läufst du denn hin? Ah, Foulspiel. Von wem oder was? Von mir schon wieder. Und eine gelbe Karte. Schon wieder? Es gibt es einfach nicht. Aber es kommt eh gleich der Schlusspfiff, schätze ich mal, sehr stark. Wenn diese Situation vorbei ist. So, der geht ins Aus und da ist der Abpfiff. Naja, ein Unentschieden zum Schluss in der Liga, es hilft nicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei und bis dahin, ciao!